Hallo zusammen, wir zeigen euch heute kurz den Alltag auf der Notfallstation im KSA. Die Aufgabe als Notfallpflege besteht daraus, die richtigen Disziplinen frühzeitig zu informieren. Zudem muss man als Eintrittskoordination stets den Überblick haben, wie viele Ressourcen die jeweiligen Mitarbeiter haben. Auf der Notfallstation ist schnelles Handeln, Konzentration und ein breites Fachwissen gefragt. Anhand von verschiedenen klinischen Assessments müssen wir uns in einer Sekunde ein Bild vom Patienten machen. Im Schockraum sind Patientinnen und Patienten, die in Lebensgefahr schweben. Für alle Beteiligten ist das eine hohe Stresssituation. Darum ist eine klare Kommunikation im Team sehr wichtig. Denn nur so können wir die bestmöglichste Therapie für Patientinnen und Patienten gewährleisten. Bei Verdacht auf einen Schlaganfall zählt jede Minute. Unser Ziel ist es, Patienten so schnell wie möglich durch die Diagnostik zu bringen. Wird dann ein Schlaganfall bestätigt, tut der ärztliche Dienst Therapie anordnen und wir von der Notfallpflege führen sie so schnell wie möglich ausführen. Reanimationen gehören zum Notfallalltag dazu. Schnelles Erkennen, korrektes Handeln und Teamarbeit ist hier gefragt. Auch die Betreuung der Angehörigen steht sehr im Vordergrund. Hast du auch Interesse, ein Nachdiplomstudium auf dem Notfall zu machen? Oder bist du bereits Notfallexperte oder Expertin? Dann bewirb dich jetzt, wir freuen uns auf dich.